Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen die Hauptstory abgeschlossen, haben, mein Gott, dieses komische Viech erledigt, was Elia angegriffen hat und unter den Zauber gepackt hat und die letzte Splitterdimension erledigt und so weiter und so fort. Wir haben eine Katze gesucht und an diesem Bild ist überhaupt nichts anderes, nein. Ja, wie man schon gemerkt hat, Kostüm, oh ja, die Sportklamotten. Und zwar habe ich jetzt für jeden Charakter mal die Sportklamotten hier ausgerüstet. Bams. Basketball einmal für Ludgar, Baseball von Elvin, Bogenschützen Ron, Fußballlehrer, Tennis Mila, Turn Elise, Football Jude, Judo Gaius und Schwimm Muse. Sehr schön. Da wir jetzt schon mal so sportlich gekleidet sind, dann machen wir uns natürlich auch bereit für unsere Lieblingssport hier, und zwar Elite-Monster-Jagd. Und zwar, weiß ich nicht, als Spyros AG. Ja, okay, ist immer Spyros AG, ne? Ne, doch nicht, im Kavat. Dann hoffe ich, dass wir die ganzen Viecher erledigen können. Oh man, das wird nie im Leben reichen, hier von den Punkten, ja? Meiner Meinung nach, wir haben Weihwindstecher, das kennen wir doch aus dem ersten Teil. Habt ihr euch beim Amag des Himmels je gewünscht, fliegen zu können? Ich auch. Bis ich am Himmel etwas sah, das mich an den Gesetzen der Perspektive zweifeln ließ. Das Viech ist Dimensionsriss, was? Okay, dann gehen wir da erst nicht hin. Obwohl, gehen wir doch da hin. Dimensionsriss. Ach so, ja, okay. Da, wo wir gegen Kronos damals gekämpft haben. Dann los, machen wir das Viech fertig. Ich wollte ja die Fertigkeiten, glaube ich, mal nachgucken. Ja. Wir haben einige Sachen gelernt, und zwar erstmal ist mir direkt aufgefallen, Geschicklichkeit, Intelligenz und so. Das könnten wir mal ausrüsten, weil ich bin nicht so gut in sowas zu machen on-screen. Ich mache dann lieber immer off-screen und zeige dann hier so mal durch, was ich auch nicht immer mache, weil ich da vergesse. Bäh! Deswegen lassen wir erstmal. Ich habe meine Truppe schon mal zusammengestellt und wir gehen jetzt einfach zum Dimensionsriss. Warte mal, Gerichte haben wir noch, okay. Ja, hier, Dingens. Egal. Wird schon klappen. Dimensionsriss. Das war ein Olympios. Hier. Dann gucken wir mal. Kriege ich schon klein irgendwie. Ich hätte zwar vielleicht, weiß ich nicht, meinen Charakter heilen sollen oder so, aber egal. Wow. Zum Teufel. Boah, alles KP-Schub und so. Gegenschlag, weiß ich nicht. Vor allem, ich bin auch kurz davor, das habe ich auch aufs Screen gemacht, jeden Charakter hier irgendwie so eine Titel zu bekommen. Und zwar jedes Mal, wenn man 15 Minuten mit einem Charakter schon mal verbunden ist insgesamt, dann bekommt man immer so einen Titel hier, was weiß ich, so Helden von Graces, Innocence oder irgendwie sowas. Und ja, ich bin bei vielen Charakteren so kurz davor, hier immer welche zu bekommen. Deswegen werde ich wahrscheinlich ein bisschen rumswitchen. Ja, da wir so oder so ein bisschen rumswitchen werden, ist das, glaube ich, kein Problem. So, ich sammle erstmal hier alles ein, bevor ich dich kaputt knüppel. Soll ich Gemüsesticks einsetzen? Nee, ne? Ja, das bringt zwar nichts, aber egal. Komm her, du! Weihwindstecher! Siehst, mein Gott, das ging alles resistent, außer gegen Schmerz. Trank des Lebens, braucht kein Schwein. Wow! Boink. Tu dich mal miteinander verbinden, ihr Typen. Weiß auch nicht, hier. Einfach mal ein bisschen rum experimentieren. Ich hab nicht auswendig weiß. Rowan mit Leia. Einmal. Der Bogenschütze schießt. Bam, bam, bam. Voll rot sind wir ja alle. Futsch, futsch. Wir sind sowieso immer nur 1-2 Sekunden oder so entfernt. Ja, auf sowas tue ich immer pingeligst achten. So, jede Kombination haben wir jetzt gleich. Ja, ne, greif mich mal einmal an. Ich glaube, ich muss nur noch einmal ausweichen. Für Stabverlängerung. Komm mal her. Warum bist du denn jetzt nicht anfällig? Komm mal her. Ich muss mich einmal ausweichen mit dem Stab. Ich
Macht das Onscreen verzeichnen. Mein Gott, das Viecher hat noch voll viel. Guck mal her. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann das nicht. Mit Leia kann ich das nicht. Ich weiß nicht wieso. Das kriegst du erstmal aufs Maul. Mein Gott, sieht da blöd aus. Vor allem noch immer die Hose, ey. Sieht komisch aus. Was, warum hält denn das nicht so lange? Aua, haha. Wenn mich das hier ausrissen hat, bringt es irgendwie mehr. Jetzt auch Magie ein, das wäre nämlich richtig gut. Irgendwas machen. Hast du gerade Hilfe gerufen? Das sah irgendwie so aus, nämlich. Oh, ich habe keine TB. Leck mich. Ist mal jemand irgendwie Dingens ein? Orangengummi oder so. Warum setzt ihr halt nicht ein? Was soll das eigentlich? Hier, komm, ich erlaube es. Komm mir runter. Aua. Ist gerade auf mich geschossen? Ey, willst du mich? Komm hier runter! Boah. Schon wieder nach oben fliegst, ne? Komm her! Link charged! Komm her, da fiel schon so viel aus, ey. Boah. So, komm her. Mann, fuck! Ich soll nicht. Ich krieg da nicht hin. Nein, ich hätte eine Mistgard einsetzen können, ich Idiot. Komm her, komm her, komm her. Na, na, na. Mein Gott. Bei der Luft, ne? Geht halt nur halb so wenig runter. Das ist auch voll übel jetzt. Ja. Nur Magie einsetzen müssen, ne? Dann könnte ich mit Roni auch noch Geisterbüter abschließen erstmal. Wahrscheinlich kriegen wir aber klein. Ja, 8 Minuten, hallo. Ja. Vor allem der Wert auch nicht ab, dann könnte ich den Brecher-Titel von Elvin. Ich konzentriere mich die ganze Zeit jetzt nur auf die verdammten Titel. Ich weiß, das ist. Oh, ich überlebe noch. Was? Ich überlebe nicht. Oh, schon direkt, okay. Nein, Ron, sei stark. Landsmänner brauchen nicht. Okay, so ein Bogenschütze bist du jetzt nicht, aber Ma, komm da runter. Sehr schön. Komm da runter, Mann. Ma, wie ich das hasse. Warte. Oh, oh, oh. Na warte, jetzt kriegst du aufs Maul. Das war blöd. Ja. Warte. Warum? Achso, ist er da. Die Angriffe muss ich mal ausprobieren. Wo kommen die denn her? Kannst du nicht Magie einsetzen? Alter, wie viel hat denn das? Ein KP. Ah, 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 ah.
Alter, ist gut. Zack, komm her. Link charged. Was auch immer die sagen. Komm da runter. Ah, geh weg. Warte, das gibt's doch nicht. Warum werden der jetzt ab? Warum hatten der jetzt so viel? Hat er nicht gerade noch voll wenig? Hat er nicht irgendwie 10.000 oder 9.000 AP gehabt? Sich verarschen? Ah, jetzt kann ich auf dich drauf krippeln. Ja, schön. Komm her. Aber oh, setz doch die Dings ein. Ah, oh, fuck. Hätte noch warten sollen, bis ich mich verwandeln konnte. Ungefähr jetzt. Krieg ich noch 4 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Spam, spam, spam. Da kann man ja voll lange in der Luft bleiben und voll lange verwandelt sein. Voll billig. Sehr schön. Artenverbundene Art. Teil 2. Einfach verbundene Art. Das sind sich in folgenden 4 Arten unterteilen. Verbindungskanone, Verbindungssäule, Verbindungsattacke, Verbindungsstein. Warum sagen die das jetzt erst alles? Your hairstyle is quite fashionable. Though I couldn't help but notice the patches of white hair. Here, I'll let you borrow my touch-up dye. Vereinzelte Stellen? Hat er sich mal meine Frisur angeguckt? Ich habe fast nur weiße Haare. Seine Katze. Stands gefunden, sehr schön. Oh, geil. Boah, geil. Ich habe irgendwie gar keinen Titel bekommen. 4, sehr schön. Okay, dann werden wir wahrscheinlich ein Team auswechseln. Das hat es voll gar nicht gebracht hier von den Titeln her. Ich will mal Gaius reinnehmen. Und Alvin. Was haben wir hier wieder als gelernt? Noch sowas. Ja. Stützungsverbindung ist mal gut hier beim. Nee. Achso. Verschiebung. Objektiv steht Galt statt Objekte. Geil. Das ist ehrlich gesagt viel besser. Obwohl, je nach Situation, ne? Ach, kann man ja nicht einfach so an- und abstellen. Das ist blöd. Na gut. Huff, huff. Mal andere Charaktere. Da vielleicht Muse auch mal wieder mitnehmen. Weil wir ein Stecher. Boah, ist das ein Stecher. So, als nächstes das Viech hier. Der dunkle Tigger. Invisible Moor. Visible Moor. Lass mal hier wieder abgeben. Dann kriegen wir doch hier locker den Rang. Hab ich so das Gefühl. Gaius Kloß, was? Zum Teufel? Bring mir das Ding und ich zeige euch, wie ein echter Kloß aussehen muss. Okay. Da, fuck. Ah. Warte, bis ich das Bronzesiegel hab, ne? Das. Was? Schon wieder? Richard? Was? Zellos? Meredy? Hideo Baba? Was? Das ist der Macher der Serie. Was zum Teufel? Versiegeltes Xil, ja? Okay. Natürlich. Fesselbo. Wo habe ich irgendwie eine Katzensichtung am Fesselbo Moor? Nö. Was zum Teufel? Wer setzt die ganzen Anträge hier? Anfragen? Was soll das? Okay, erstmal heilen. Okay. Wie viel Geld habe ich? Ja, schon gleich wieder Schulden abzahlen. Leck mich. Boah, was? Okay, Fesselbemor.
Der ist hier, hier, meine ich. Fettelbemore. Fettelbemore. Ja, kann ich überhaupt da irgendwo hingehen? Bist du halt Viech? Lass mich mal speichern, danke. Ich habe keine Lust, dass ich... Heute habe ich keine Lust auf die Charaktermission. Ich weiß nicht wieso eigentlich. Aber naja. Ich muss gegen so einen Tiger kämpfen, nicht gegen so einen Einhorn oder was auch immer ist. Oder Delfin oder was? Ist ja ein Hund, eine Katze oder ein Delfin oder was weiß ich. Okay, von hier kommst du nicht Stein. Mal nicht Viereck. So. Von hier aus. Boah. Zum Glück habe ich das alles schon mal irgendwie erkundet. Oh, das sieht beängstigend aus. Zum Glück habe ich das alles mal in dieser einen sinnlosen Folge erkundet. So. Da sind so viele Leute um mich herum. Okay, das war eine Ansage. Ich habe immer noch so Mindstorm aktiviert, ne? Da ist nichts, da kann man gar nicht mehr weiter. Ah. Das war voll der bedeutende Moment damals. So. Wird schon klappen. Mit dem Team auf jeden Fall. Wir können brechen, wir können Rache ausüben, wir können uns verwandeln, das ist perfekt. Komm mal her. Ich kann Kung Fu. Oder Gai Fu. Gai Yus. Du hast Schwäche gegen... Du hast nichts gegen Feuer, also kann ich das Ding mal aussetzen. Ich muss ja immer wechseln irgendwie. Immer entweder Gegner gegen... Aber zum Teufel! Immun sind oder nicht immun. Weiß ich was? Na klar. Lass mich doch einmal Rache ausüben, ganz ehrlich. Ah. Einmal für die beiden hat ich Titel. Nein! Was zum Teufel? Okay, der Angriff geht mir jetzt schon auf den Nerven. Alter, ist gut. Was ist das denn für einer? Aber geht's eigentlich noch? Ja, verdammt, jetzt habe ich da abgebrochen. Na toll, jetzt kommen hier Zaubergegner. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Ja, jetzt gehen wir voll aufs Maul, habe ich das Gefühl. Aber nur wegen dem Angriff schon wieder, ne? Ja, wegen irgendeiner Scheiße. So ein kleinen... Ah, leck mich. Überleben wir nicht. Auf damit. Das ist nicht witzig. Alter, was zum Teufel? Hör auf. Schwäche, Wind oder Dunkelheit. Na, warte du. Komm her. Alter, versteinert und voll riesige Flächenangriff. Ey, willst du mich verarschen? Hör auf damit. Ey, was soll ich denn dagegen? Oh. Ey. Ey, wie übel hat Viech kämpft. Ja, wir sind tot. Ey, wie übel hat Viech kämpft. Das ist doch nicht normal. Ja, komm. Und wiederholen, ja klar.